Im 17. Jahrhundert kamen sie nach der Bitte von Peter dem Ersten nach Russland. Im 18. Jahrhundert nach dem Aufruf von Katharina der Großen. Im 20. Jahrhundert begaben sich einige von ihnen nach dem Angebot von Stolypin nach Altai auf der Suche nach freiem Land. Die anderen aber wurden 1941 aus dem Wolgagebiet nach Sibirien und Kasachstan deportiert. Alle Russlanddeutschen, die im Altai leben und arbeiten, haben ihre eigene Geschichte und kein leichtes Schicksal. Aber sie sind alle diesem sibirischen Land bedingungslos treu, das für sie für ewig zu ihrem Heimatland wurde. Als eine aktive Besiedelung des Altais, vor allem der Steppen, gilt natürlich die Periode der sogenannten Reformen von Stolypin. Warum aber die Deutschen? Stolypin erforschte vor allem die Erfahrung der Besiedlung der Territorien, die erfolgreich erschlossen wurden. Zu solchen erfolgreichen Ansiedlern gehörten die Deutschen, die Katharina II. Nach Russland eingeladen hatte. Das waren Territorien wie Saratow und Wolgograd. Sie bewiesen, dass neue Technologien im Agrarsystem einsetzbar waren und man mit ihrer Hilfe das Land fruchtbar machen konnte. Deswegen fiel die Auswahl auf diese deutschen Siedlungen, damit die Reform erfolgreich wäre. Ich denke, Pjotr Arkadjewitsch zweifelte selbst daran, dass es klappen konnte. Stellen Sie sich vor, das Grundwasser, das man für den Haushalt und die Arbeit benötigte, befand sich in einer Tiefe von 80 bis 120 Metern. Dieses Wasser zu fördern, stellte eine große Herausforderung dar und benötigte Technologie, die es damals noch nicht gab. Heutzutage haben wir Bohrgeräte, die 500 Meter tief bohren können und bei der Wassergewinnung helfen. Damals war dies beinahe unmöglich. Darum bin ich nicht nur überrascht, sondern auch davon begeistert, dass die ersten Ansiedler so überzeugt waren, dass dieses Land erfolgreich besiedelt werden kann. Sie baten weder um 100 Windsichter, noch um die Zinsenbefreiung oder um irgendwelche Hilfe. Sie stellten sich, meiner Meinung nach, drei strategische Aufgaben. Die erste zielte darauf ab, dass Lawgorod den Status einer Stadt bekam. Am wichtigsten war auch das Ziel, dass die Stadt eine Eisenbahnanbindung bekam. Offensichtlich war der Umfang der Produktion schon so groß, dass sie unter den damals existierenden Bedingungen nicht realisiert werden konnte. Sie brauchten neue Handelsmärkte, denn man musste die Produktion exportieren. In jener Zeit kam Stolypin ums Leben, seine Initiativen wurden aber abgeschlossen. Slawgorod bekam den Status der Stadt und die Eisenbahnanbindung. Aber es kam die schwere Zeit des Ersten Weltkrieges. Ich möchte noch Folgendes hervorheben. Diese ersten Ansiedler brachten sowohl neue Technologien als auch eine neue Kultur ins Altai. Die Deutschen ersetzten den Holzpflug durch einen moderneren Pflug. Dann kamen Windsichter und das Dreschen wurde auch modernisiert. Die Arbeit wurde mechanisiert. Was die Fruchtfolge anbetrifft, kann man sich den Ernteertrag ohne die Fruchtfolge nicht vorstellen. Die deutschen Kolonisten wechselten die Getreidearten auf den Feldern und hielten sich an das landschützende System der Landwirtschaft. Sie verstanden schon damals die negativen Folgen der unbedachten Bearbeitung des Landes, ohne Berücksichtigung seiner physischen Eigenschaften. Mein Arbeitsweg fiel mit dem Übergang von Sozialismus zum Kapitalismus zusammen. Das heißt, ich arbeitete anfangs 5 Jahre lang zur Zeit des Sozialismus und noch weitere 5 Jahre unter wildem Kapitalismus. Man musste sich gegen den Befehl von Boris Nikolaevich wehren, nachdem alle Kolchose und Sovchose abgeschafft wurden und es gab keinen Staat im Rücken. Nicht alle Leiter, die sich auf den Staat verließen, sogar die Erfahrenen, konnten sich zurechtfinden. Leider überstanden jene Zeitperiode nur wenige. Einige gingen sofort, um Farmbetriebe zu gründen. Ich kann die Namen einiger Bauern nennen, die in dieser schwierigen Periode von null anfangen mussten und dabei viele auch bürokratische Hindernisse hatten. Zum Beispiel Groß Otto Ottowitsch aus Rajon Tabuny.
Das ist ein Gebiet mit nicht besonders günstigen Land- und Klimabedingungen. Aber zurzeit gehört dieser Betrieb zu den Landwirtschaftsbetrieben, die als stolz nicht nur im Rajon, sondern in der ganzen Kulunda-Steppe gelten. 1990 hatte ich Glück, an der Hochschule für die Verwaltung des agrarindustriellen Komplexes zu studieren. In Novosibirsk wurde die erste Experimentgruppe in Landwirtschaft für die Hörer aus Sibirien und aus dem Fernen Osten geschaffen, damit wir die Erfahrung in der Verwaltung des agrarindustriellen Komplexes unter den Bedingungen der Marktwirtschaft bekommen könnten. Und im Laufe des Kurses an der Akademie in Lettland traf ich die Entscheidung, womit ich mich weiter beschäftigen wollte. Ich wusste genau, was ich während des Praktikums machen wollte, obwohl ich in den Kurs noch nicht absolvierte und obwohl ich damals schon als Hauptagronom in einem der größten Sovchose Tabunski arbeitete. Der Leiter des Sovchoses und ich waren die höchstbezahlten Fachleute des Landkreises. Das alles war schon eine gute Voraussetzung für gutes Leben und weitere Arbeit. Aber ich fasste diesen Beschluss und niemals bedauerte das. Seit diesem Moment begannen das Schaffen und der Bau dieser Bauernwirtschaft. Heute verstehen wir ganz gut, dass alles in diesem Leben von dir selbst abhing. Und wie du arbeitest, so lebst du weiter. So entstand der Anlass, immer mehr zu arbeiten. In der Wirtschaft Stipnoi in Krischkovka, wo als Leiter Pjotr Rogostowitsch Boss arbeitet, befindet sich der schlechteste Boden im deutschen Nationalrajon. Aber er versucht, alle Zweige, solche wie die Milchviehzucht, die Verarbeitung und die Ziegelfabrik, rentabel zu machen. Und das ist ein wahres Vorbild. Ich wurde 1955 geboren und im derselben Jahr siedelten meine Eltern in die Altai-Region über. Sie wurden aus Powolzhe deportiert und wir blieben hier. Seit 1955 lernte ich hier, wurde hier sozusagen getauft und arbeite hier bis heute. Ich wechsle meinen Wohnort nicht und habe keinen Wunsch, nach Deutschland auszuwandern. Ich will hier leben, wo ich bin. Meine Eltern waren Bauern. Meine Mutter war Melkerin und arbeitete ihr ganzes Leben. Der Vater arbeitete in der Milchfabrik. Wir hatten früher unsere eigene Milchfabrik und nannten sie Molokanka. Dort wurde Milch separiert und dann weiter nach Slavgorod geschickt. Mein Vater lieferte Milch mit Pferden. Er war immer mit der Milch und mit der Viehzucht verbunden. Wahrscheinlich erbte ich das auch. Wenn wir über die Geschichte der Bauernwirtschaft heute sprechen würden, werden Milch und Fleisch in die GmbH Brügge abgegeben und das verbindet uns. Wir züchten die rote Steppenkühe, weil diese Rasse leichter zu füttern ist. Eine andere Rasse können wir nicht züchten, weil bei uns ständig eine Dürre ist. Ohne staatliche Hilfe könnten wir die Dürre einfach nicht überleben. Das Dorf Podsosnovo, der Kolchos im Namen von Kirov. Die Bevölkerung änderte sich ja wahrscheinlich um 95%. Da der Vorsitzende ein Mann alter Schule war, wurden die alten Traditionen aufbewahrt und weitergepflegt. In dieser Wirtschaft arbeitete ich 53 Jahre lang. Zuerst arbeitete ich als Agronom, dann als stellvertretender Vorsitzender des Kolchoses und seit 1992 als Leiter dieser Wirtschaft. In dieser Zeitperiode wurde bestimmt vieles erreicht. Wir begannen eigene Fabriken für die Verarbeitung der Erträge zu bauen, so dass wir unsere eigenen Erträge weiterverarbeiten konnten. In unserer Milchfabrik produzieren wir Joghurt, Desserts, Eis, Käse und Butter. Wir machen Halva, backen Brot und produzieren verschiedene Wurstarten. Oder ziehen wir als Beispiel Viktor Viktorovich Fischer heran, der im Kulundinski-Landkreis Miralibizkoje lebt. Er bekam eine ausgefeckte Wirtschaft. Dort blieben nur die Schulden übrig. Aber es gelang ihm in kürzester Zeit, ein Team zu organisieren.
Wir haben eine traditionelle Technologie. Wir sind gegen die Bearbeitung der Felder mit Hilfe der Herbizide, weil die restlichen schädlichen Stoffe, die auf den Pflanzen und im Boden bleiben, sowieso am Ende in den menschlichen Körper geraten. Ich persönlich bin für die umweltfreundliche ökologische Produktion. Wir sehen die Weizensorte Baranska 95 schon viele Jahre und halten sie für eine gute Sorte. Wir können sehen, dass in der Landwirtschaft nicht so viele junge Leute gibt. Die Leiter sind schon ziemlich alt und sind meistens erfahrene Fachleute. Die Jugend entscheidet sich natürlich für die Landwirtschaft, aber nicht so oft. Dabei haben junge Leute nicht so viel Erfahrung wie die Fachleute. Als Beispiel kann man Alexander Andrejewitsch Isak anführen, der schon 50 Jahre auf dem Traktor arbeitet und alles weiß. Er ist ein verdienstvoller Arbeiter und hat alle Auszeichnungen, die es geben könnte. Er lehrt junge Leute. In unserer Wirtschaft gibt es 8 verdienstvolle landwirtschaftliche Arbeiter. Jakob Friedrichowitsch Urlich bekam den Orden der Völkerfreundschaft aus den Händen unseres Präsidenten im Kongresspalast. Alle Erfolge unserer Wirtschaft sind natürlich mit den Menschen verbunden. Auf der anderen Seite der Altai-Region lebt Sergei Alexandrowitsch Benzler. Sein Werdegang bildete sich vor meinen Augen heraus. Während ich das Amt für Landwirtschaft leitete, kam er mit dem Rajonleiter zu mir und sagte: Ich will mich mit der Fleischviehzucht beschäftigen. Ich habe gefragt: Haben Sie alles gut gerechnet? Ja, gut, war die Antwort. Der Loktewski-Rajon gehört auch zu einem der nicht besonders günstigen Landkreisen wegen des Wetters und der Bodenfruchtbarkeit. Aber Sergei Benzler gelang es, eine sehr starke Wirtschaft zu schaffen. Dabei stellte er auch unter Kuratel eine schon fast ruinierte Wirtschaft im benachbarten Tretjakowski-Rajon und entwickelt sie erfolgreich. 1993 und wir nahmen 100 Hektar Boden auf freiem Feld hinter dem Dorf. Wir bauten ein kleines Büro aus Schlacke neben dem Zaun des Schüttbodens, kauften von eigenem Geld auf eigene Faust alte Sämaschinen. Heute beackern wir aber mit diesem Team, das reformiert und erweitert wurde, schon 30.000 Ackerfelder. Das ist mehr als die durchschnittlichen Zahlen in der Region. Starke Leute werden stärker, schwache Leute, die faulenzen, sterben. Dazu passt am besten das Sprichwort: erst wägen, dann wagen. Hier darf man nicht zurückbleiben und dann nachholen. Das ist keine Fabrik, wo, falls man den Plan nicht erfüllt hat, man das Planziel im nächsten Monat erreichen kann. In der Landwirtschaft, wenn man im Frühling einen Fehler begangen hat, kann man im Herbst bankrott gehen. Die Natur und die Wirtschaft verzeihen keine Fehler. Aufgrund des Entwicklungsprogramms der Landwirtschaft in der Altai-Region wurde das Programm der Entwicklung der Landwirtschaft in der Russischen Föderation ausgearbeitet. Unser erstes Programm wurde vom Ministerium der Landwirtschaft der Altai-Region ausgearbeitet und es war nicht leicht, weil unsere Region in 7 Boden- und Klimazonen liegt. Der hydrologische Koeffizient wird in der Abhängigkeit von der Menge der Niederschläge ausgerechnet und angewendet. Die Unterstützung für einen Hektar ist auch verschieden, weil es einen großen Unterschied gibt, wo man einen Keim züchtet, in der Zone mit 500 mm Niederschlägen oder mit 200 mm. Deswegen zeigte unsere Region, womit man beginnen soll. Sie können selbst beobachten, wie stark sich das Klima im Altai in den letzten Jahren veränderte. Aber zum Glück gibt es solche erfahrene Bauern wie der Vater und der Sohn Trautwein aus Rajon Kosicha. Sie berücksichtigen nicht nur die Klima- und Wetterbedingungen, sondern auch die Marktkonjunktur. Und heute spricht man nicht über die Zentner und Tonnen je Hektar der Ernte, sondern über die Markteffizienz. Und wenn es keine Nachfrage nach einer bestimmten Kultur gibt, kann das durch die Fruchtfolge der anderen Kulturen kompensiert werden. Ich möchte hier über Pavel Jakovlevich Beifort erzählen.
Er ist ein unwüchsiges Talent der Altai-Region. In zwei Rajons, Talmenski und Zelinny, wurden die Reformen von Boris Jelzin vervollständigt. Das Vieh wurde geschlachtet, die Wirtschaft wurde ausgefegt, die Leute wurden entlassen und sollten selbst auf eigene Faust handeln. Und hier erschien Pavel Jakovlevich Beifort. Heute besitzt er eine erfolgreiche Wirtschaft und züchtet die kasachische weißkopfige Kuhrasse, die zu den besten Rassen in Sibirien gehört. In verschiedenen Zeitperioden kamen immer solche Leute, die gute Lösungen finden konnten. Ich denke, jeder Rubel, wenn er investiert wird, soll effektiv benutzt werden. Und diese Aufgabe werden diese Leiter, unwüchsige Talente der Altai-Legion, lösen. In 1992 besprachen wir alles mit meinen Brüdern und Kameraden und gingen auf die Felder mit unseren eigenen Anteilbeträgen. Die Fläche betrug 75 Hektar. Heute beträgt sie, und wir mieten hauptsächlich den Boden, 6200 Hektar Saatfläche. Wir begannen unsere Arbeit auf dem völlig leeren Platz, auf dem es nur ein weites Feld gab. Psychologisch war es sehr schwer. In der Kolchosversammlung im Club, im Zentrum des Dorfes Rakiti, äußerten sich alle Leute und man fühlte sich wie ein Räuber. Das Gesetz erlaubte uns das, das war unser Recht. Aber die Leute hielten uns für Verbrecher. So war die Weltanschauung der Leute 1992. Aber es vergingen fast 30 Jahre und der Neid und andere negative Emotionen verschwanden. Alle beruhigten sich. Heute haben wir eine stabile Wirtschaft, die sich nach dem Plan und nach den finanziellen Möglichkeiten entwickelt. Wir kaufen neue Technik und erneuern den Maschinenpark. Der Altai ist der Vorposten im Osten unseres Landes. Das ist das Getreideland Sibiriens und ganz Russlands. Der Altai selbst verbraucht nur ein Fünftel der Produktion des Pflanzenbaus. Der Rest wurde exportiert. Heute sind wir zu der sogenannten Marginalkultur übergangen. Das Ertragsvermögen des Rapses ist höher als das des Weizens. Und der Preis ist 2,5-3 Mal höher als bei dem Weizen. Dazu sind wir der einzige Standort hinter dem Ural, der sich mit dem Anbau der Zuckerrübe beschäftigt. Ich glaube, hier kann man alles außer Reis und Ananas anbauen. In den letzten 10 Jahren entwickelt sich das Agrarkomplex des Altais stabiler. Diese Tendenz betrifft nicht nur die Altai-Region. Wenn man einen Vergleich zieht, gab es vor 30 Jahren natürlich große Probleme. Jetzt gibt es das Programm der staatlichen Unterstützung. Es gibt gute Beziehungen zwischen den landwirtschaftlichen Betrieben, die mit Mühe ihren Boden den Farmerwirtschaften, den Unternehmen oder Kooperativen abgegeben haben. Heute sind diese Probleme weg und wir sind mit diesen großen Wirtschaften befreundet und entwickeln uns erfolgreich. Wir stocken die Produktion auf und es gibt immer weniger leere Böden. Die Viehzucht entwickelt sich und die Farmer nehmen aktiv daran teil. Die Tätigkeit eines beliebigen Betriebes soll nach dem einzigen Kriterium bewertet werden. Und nämlich, ob seine Leute besser zu leben beginnen. Wenn es dabei keinen Fortschritt gibt, hat es keinen Sinn, eine Suppe einzubrocken. Wir machen für die Leute alles Mögliche. Natürlich sollen die Leute einen einstelligen Arbeitslohn bekommen, denn das ist die Grundlage für alles auf der Welt. Aber um gut zu verdienen, muss man auch gut arbeiten. Damit die Jugend hier bleibt, muss man ihre Beschäftigung gewährleisten. Wie würde ich dieses Problem lösen? Ich würde einer Gruppe Wissenschaftler und erfahrener Arbeiter die Aufgabe geben, eine Entwicklungsstrategie für jedes Territorium auszuarbeiten. Diese Strategie sollte nicht nur das Kaderpotenzial umfassen, sondern auch die Natur- und Klimabedingungen. Das braucht man dafür, um eine solche Zonenspezialisierung der Wirtschaft zu schaffen, die nach den optimalen und richtigen Lösungen sucht und sich an den Entwicklungsrichtungen orientiert. Man muss etwas finden, das zu dem Territorium passt und die Beschäftigung der Menschen zu gewährleisten hilft. Daraus resultieren die Einkommen, die Zugänge ins Budget und die Entwicklung der Infrastruktur. Man sagt uns oft, wer würde zu euch kommen, wenn ihr keine Krankenhäuser, keine Schulen und keine Wege habt? Und wo sollen wir dafür Mittel finden? Ich glaube, man muss vor allem Wege finden, wie und womit man diese Leute beschäftigt. Die Besonderheit unseres Marktes besteht darin, dass wir so viele starke landwirtschaftliche Betriebe haben. Und in allen von ihnen arbeiten der Vater und der Sohn oder der Vater mit 2 Söhnen.
Unser Betrieb gibt jährlich für die technische Ausrüstung zwischen 50 und 100 Millionen Rubel aus. In den letzten 5 Jahren erneuerten wir unsere Maschinen. Wir kauften einige Hochleistungstraktoren und einige Saatkomplexe. Das alles hilft uns, die Feldarbeiten schneller und besser durchzuführen. Wir haben auch deutsche Technik, 2 Sämaschinen Horsch. Sie steht gerade im Hintergrund. Es gibt ein anhängbares Pflanzenschutzgerät und einige Scheibenägen. In unserem Betrieb arbeiten ungefähr 90-100 Menschen. Ich bemühe mich um einen anständigen Arbeitslohn. Deswegen beschäftigen wir die Leute maximal. Das bedeutet, der Maschinenschlosser ist bei uns nicht nur Maschinenschlosser. Er kann noch Holz sägen, etwas bauen oder etwas reparieren. Und wir machen alles, damit die Leute arbeiten und verdienen könnten. Es macht mir Spaß, mit anderen Leuten in der Landwirtschaft zu arbeiten. Und ich behandle jeden Menschen nicht nur als einen Arbeiter, sondern auch als eine Person, die eine Familie und Kinder hat. Ich interessiere mich immer für seine Probleme, für die Kinder. Deshalb kann man die Landwirtschaft nicht wie eine Fabrik betrachten, wo alles einfach aussieht. Man kommt, macht etwas, bekommt Geld und geht weg. Hier entstehen täglich verschiedene Fragen. Wenn zum Beispiel das Kind mit dem Vater den Traktor fährt, gewinnt er diese Arbeit lieb. Die Liebe für diese Arbeit bleibt in seinem Herzen und im Kopf. Und wenn dieses Kind dann später Maschinenschlosser wird, bekommen wir von ihm seine volle Hingabe. Ich meine, es ist schon spät, die Vorliebe für etwas im Alter von 20 oder 30 Jahren anzuerziehen. Es ist unmöglich, ohne Arbeitserfahrung auf dem Feld diese Arbeit lieb zu gewinnen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber hauptsächlich bekommt man diese Erfahrung in der Kindheit. Wir schufen ein gutes Team aus Fachleuten, die mich verstehen. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass der Betrieb heute arbeitet und gedeiht. Wir versuchen alles Mögliche für das Dorf zu machen. Das gehört natürlich nicht zu den Pflichten des Kolchoses, aber wir machen das. Wir investieren jährlich bis 3 Millionen in die Verbesserung des Dorfes. Wir bauten einen Kesselraum, mit dessen Hilfe das ganze Dorf geheizt wird. Wir haben alles. Bald beginnen die Saat- und Feldarbeiten. Wir erhöhen den Arbeitslohn und er hängt davon ab, wie man die Schichtarbeiten erfüllt. Manchmal erreicht die Erhöhung 200%. Das betrifft auch die Heuernte und die Getreideernte. Wenn man die Norm erfüllt hat, kann man auch mehr machen und dafür Prozente bekommen. Und die Arbeiter können bis 200% bekommen nach dem Lohntarif, der für die Arbeitsnorm aufgestellt wurde. Am Ende des Jahres bekommt man eine Sachleistung für jeden verdienten Rubel. Einige lachen, dass ich das wie früher im Kolchose mache. Ja, das ist so. Wir geben die Sachleistungen kostenlos. Wenn man 2 Tonnen Getreide verdient, bekommt man sie. Und alles, was hier gemacht wird, ist auf Kosten des Kolchoses. Jedes Jahr müssen wir etwa 110, 115 Kälber verkaufen. Wenn wir das nicht machen, bekommen wir keine Subventionen. Heute hilft der Staat denjenigen gut, die nicht schlecht arbeiten und alle Pläne für die Milchproduktion und das Kälberzüchten erfüllen. Ich meine, man muss die Landwirtschaft schonen und unterstützen. Alle Leute hängen von der Landwirtschaft ab, egal ob man ein Stadtbewohner oder kein Stadtbewohner ist. Alle wollen essen und leben. Die Leute, die aus Deutschland kommen, wollen sogar ihr und unser Fleisch nicht vergleichen. Sie meinen, unser Fleisch ist besser. In Deutschland züchtet man ein Ferkel 6-7 Monate lang. Und es wird 120 Kilo schwer. Bei uns züchtet man es 1 Jahr. Früher war die Kulundina-Zone stark bewässert. Aber heutzutage ist alles zugrunde gegangen. Es gibt natürlich kleine Versuche, das Bewässerungssystem wiederherzustellen.
Diese Wasserleitungen deckten wir selbst und stellen selbst diese Rieselverteiler. Wir hatten auch einen Wasserbehälter, der 1993 auf Kosten des Staates errichtet wurde. In diesem Jahr wurde das Programm der Entwicklung der Bauernwirtschaft veröffentlicht. Herr Jelzin versprach uns Wege, Stromleitung, Telefonnetze und ein Bewässerungssystem. Und es gelang uns, an diesem Programm teilzunehmen. Hier gibt es bei uns einen Wasserbehälter mit Bohrlöchern und zwei Phasenpumpen. Zuerst nehmen wir das Wasser aus dem Bohrloch und dann erwartet es eine Pumpe der zweiten Generation. So gelingt die Bewässerung aller Grundstücke gleichzeitig. Die Altai-Region verfügt über die größten Felder der Russischen Föderation. Wir verarbeiten nur eine Kultur, die Sonnenblumenkerne. Das sind die Speisesorten der Kerne. Wir züchten die Samen, verlesen, braten und verkaufen sie. Was gibt uns die Produktion und das Braten der Sonnenblumenkerne? Alle Kesselräume werden mit Hülse geheizt. Es ist bequem, praktisch und umweltfreundlich. Wir bauten eine gute Werkhalle für die Verarbeitung. Zuerst wurde alles an drei verschiedenen Stellen gemacht, aber jetzt gibt es eine einzige Stelle dafür. Es ist praktisch und die Arbeitsbedingungen sind gut. Sogar in der Stadt kann nicht jeder einen so komfortablen Arbeitsplatz schaffen. Das Geheimnis des Erfolges liegt darin, dass wir selbst Rohprodukte anbauen. Dementsprechend konnte in diesem Business von 10 Einsteigern nur einer überleben. Im vorigen Jahr sahen wir unsere Sonnenblumenkerne sogar in den Läden in Deutschland. Bis 1992 war ich sicher und sagte immer, dass ohne Schule kein Dorf existieren kann. Aber heute habe ich meine Meinung geändert und ich bin überzeugt, wenn es keine Produktion und keine ganzjährliche Beschäftigung der Bevölkerung gibt, dann braucht man keine Kindergärten, keine Schulen und keine Clubs. Weil sich um die Farm die ganze Lebenskraft konzentriert und dreht. Alle arbeiten hier, die Melkerin, der Viehzüchter, der Elektriker, der Installateur, der Milchfahrer, der Maschinenschlosser und der Viehpfleger arbeiten das ganze Jahr hindurch. Wir verstehen, dass die Familie nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr Einkommen bekommen muss, weil man die Kinder erziehen muss, ihr Studium bezahlen und so weiter. Deswegen finden wir alle möglichen Varianten, um die Leute zu beschäftigen und das Einkommen jedes Familienangehörigen zu ermöglichen. Einige räumen den Schnee auf dem Territorium, die anderen arbeiten im Ölbetrieb. Wir produzieren Konditoreisorten der Sonnenblumenkerne, deshalb kann jemand die Kerne verlesen oder abdampfen. Die Produktion verkaufen wir dann in Sibirien und Kasachstan. Einige beschäftigen sich mit der Reparatur der Technik, die anderen transportieren die Waren. Wir nutzen alle Möglichkeiten für die Arbeitsbeschäftigung der Leute. Der Sinn des Unternehmens liegt nicht nur im Geldverdienen. Einige glauben, wenn Sie Einkommen bekommen, dann sind Sie schon Unternehmer. Aus meiner Sicht ist Unternehmertum eine proaktive Tätigkeit der Menschen, die in erster Linie darauf abzielt, die ständig wachsenden Bedürfnisse der Menschen besser zu befriedigen, als Profit zu machen. Das heißt, der Profit kommt später, nachdem man schon alles andere gemacht hat und alle Forderungen befriedigt hat, die man an dich und dein Produkt stellt. Das nenne ich ein ehrliches und sozial orientiertes Unternehmen. Die Arbeit des Bauern war nie leicht. Das wussten schon unsere Vorfahren. Natürlich haben wir jetzt moderne Technologien, moderne Technik, die die Arbeit erleichtern. Die Arbeit der Maschinenschlossern, man nennt sie jetzt schon Operatoren, wurde bequemer. Man hat Klimaanlagen, die Technik ist leistungsvoller und umfangreicher. Das alles erfordert auch Investitionen. Aber wir entwickeln uns planmäßig nach den Finanzmöglichkeiten.
Wir kaufen notwendige Geräte und Maschinen. Wir gehen voran, weil man heutzutage nicht zurückbleiben darf. Wenn du heute ein bisschen stehen bleibst, kann es morgen schon zu spät sein. Man kann einfach nicht überleben. Und mit jedem Jahr wird dieses Problem akuter. Während die alten Arbeiter Rentner werden, kommt die jüngere Generation nach dem Universitätsabschluss nicht ins Dorf zurück. Alle bleiben in den Städten. Es gibt Unterstützungsprogramme für Dorfärzte und Lehrer. Man muss auch solche Programme für die Landarbeiter einführen. Man muss die Leute anspornen und unterstützen. Zum Beispiel durch das Überbrückungsgeld für das Kaufen eines Hauses. Die wichtigsten Aufgaben sind für die Menschen natürlich eine Arbeit zu finden und ein Haus zu kaufen. Wir befolgen volle Technologien, die uns irgendwann Deutschland gab. Man bat uns, sich von diesen Technologien nicht loszusagen. Einige raten, unsere Produkte zu verdünnen, um mehr Geld zu bekommen. Aber das machen wir nicht. Wenn solche Fettigkeit sein soll, dann soll das auch so bleiben. Was die Aufbewahrungsfrist der Produkte angeht, bleibt unser Käse lange frisch. Die Milch nicht länger als 3-4 Tage, weil unsere Milch ohne Konservierungsstoffe ist. Durch die Milchproduktion profitieren wir weniger als durch die Fleischproduktion. Deswegen zahlen wir den Partnern, die uns Milch abgeben. Wir versuchen unsererseits, die Preise zu halten, damit sie auch überleben könnten. Wir beschäftigen uns mit dem Züchten der kasachischen weißköpfigen Kuhrasse. Diese Rasse ist für die Fleischproduktion geeignet. In den Jahren, wenn es Dürre gibt, kann man einige der Tiere schlachten und so bis zur nächsten Ernte leben. Das einzige Ziel, Geld zu sparen. Es ist nicht so rentabel, aber stabil. Wir gingen weiter. Wir züchteten die Rasse weiter und verbesserten die Haltungsbedingungen. Sie sehen, wir haben Futtertische und wir besitzen schon 5 Jahre den Status eines Zuchtunternehmens. Es verging nicht so viel Zeit seit dem Anfang. Wir begannen von null. Es gab nicht diese Tiere, nicht diese Gebäude. 15 Jahre vergingen und jetzt haben wir schon eine feste finanzielle Grundlage der Wirtschaft. In jedem kritischen Fall erlaubt sie uns, den Arbeitslohn und die Steuern auszuzahlen. Große Betriebe mit 5.000 und mehr können sich teure Technik leisten. Dabei helfen natürlich Banken und Leasingunternehmen. Das Anschaffen der Technik und der hochleistungs- und breitstreuenden Geräte ist eine wichtige Voraussetzung für das Senken der Erzeugungskosten. Ohne das haben die landwirtschaftlichen Betriebe keine Perspektive. Sowohl die ausländischen als auch die russischen Maschinen orientieren sich an der effizientesten Nutzung der Böden. Hochleistungsvolle Technik in der Landwirtschaft führt natürlich zum Wegfall von einfachen Arbeiten. Als ich zu arbeiten begann, wurden für die Verarbeitung von einem einzelnen Samen etwa 20 Menschen benötigt. Heute kann das ein Mensch schaffen. Und er macht das besser, weil es keine Zerstörungen und kein Austrocknen des Bodens gibt. Das alles ermöglicht die moderne Technik. Aber um solche Technik zu bedienen, reichen heute 6 Klassen Schulausbildung und eine Berufsschule nicht mehr aus. Wir haben einen Mangel, sowohl an den erfahrenen Leitern als auch an Fachleuten. Heute haben sogar fortschrittliche Betriebe diesen Personalmangel. Man muss heutzutage passende Bedingungen für junge Leute schaffen, damit die aus den Städten zurückkehren. Einige erreichen in den Städten auch nichts. Wir halten jedoch Schritt mit der Zeit. Wir erneuern ständig den technischen Park, rechnen alles voran aus, wenden moderne Technologien an. Obwohl wir hier eine raue Kulundina-Zone und mangelnde Niederschläge haben, bekommen wir eine gute Ernte auf dem Landkreisniveau oder sogar höher. Wir bekamen die schlechtesten Böden 1992, aber heute haben wir gute Ergebnisse.
Die Leute orientieren sich schon gut in der Produktion und verstehen, was wo zu kaufen ist. Die Leute sind mit der Qualität zufrieden und das ist die Hauptsache. Wo es Qualität gibt, gibt es alles. Einige sagen, dass sie besser 1 Kilo guter Qualität kaufen als 3 Kilo schlechter. Man weiß dann, was man isst. Wir streben danach, die Produkte sofort zu verarbeiten. Ein Teil der Milch geben wir an die GmbH-Brücke ab. 3 Tonnen verarbeiten wir bei uns und gehen dabei von den Bedürfnissen der Bevölkerung aus. Das war schon immer so, von alters her. Bekam man die Produkte, muss man sie verarbeiten. Wir haben einen Wunsch dafür, brauchen aber nur ein wenig Hilfe. Hier gibt es kein leichtes Geld. Man braucht Zeit, bis man eine Rückgabe bekommt. Hier muss man seine Mittel und seine Seele hingeben. Man muss seine Arbeit gut kennen und ein gutes Team aufbauen, das weiß, wie man alles machen muss. Das sind die 2 wichtigsten Bestandteile des Erfolges. Egal welche Arbeit, wenn ein Deutscher arbeitet, bin ich sicher, dass es dort alles in Ordnung sein wird, dass er verantwortungsvoll alle Aufgaben erfüllen wird, die an ihn gestellt wurden. Was die landwirtschaftlichen Betriebe anbetrifft, gibt es hier keine Ausnahmen. Die Farmer, die sich mit einer so verantwortungsvollen Aufgabe wie die landwirtschaftliche Produktion beschäftigen, arbeiten fleißig und zählen jede Kopeke. Sie sind alle verantwortungsvoll und arbeitsam. Wenn irgendwelche Arbeit von ihnen nicht fertig gemacht wurde, wird sie später unbedingt erledigt. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass alle Deutschen pünktlich sind. Ich kann sowas über mich selbst auch nicht sagen. Ich versuche natürlich pünktlich zu sein, aber das gelingt leider nicht immer. Aber was mir sehr gefällt, ist die ideale Ordnung. Ich kann die Schlamperei und ähnliche Dinge nicht leiden. So ist mein Charakter. Ich glaube, das sind der Fleiß, die Pünktlichkeit, die Verantwortung und wahrscheinlich der Wunsch zu beweisen, dass man besser machen kann, als es bevor war. Das sind diese Eigenschaften wahrscheinlich. Wenn man über den Patriotismus spricht, sind diese Leute echte Patrioten, die die deutsche Familiennamen tragen. Wenn es anders wäre, wären sie schon längst in die historische Heimat ausgewandert. Ich wünsche mir nur eins, keine Angst. Man muss entschlossen auf das Feld gehen, ohne an dem gesetzten Ziel zu zweifeln und keinen Schritt vor den erzielten Erfolgen zurückzutreten. Was möchte ich den beginnenden Farmern wünschen? Man muss entschlossen die Ärmel hochkrempeln und vorwärts gehen, weil das eine Handlungsfreiheit ist. Das gibt die Möglichkeit, irgendwie zu leben, die Familie zu ernähren und was am wichtigsten ist, sich zu entwickeln. Weil wenn in der Wirtschaft der Farmer selbst, der ehemalige Maschinenschlosser und seine Kinder arbeiten, macht er auf jeden Fall große Entwicklungsetappe durch. Ist das nicht das, was wir brauchen, um gut vorbereitete und vielseitig entwickelte Fachleute in unserem Land zu erziehen? Meiner Meinung nach ist das einer der Schlüsselfaktoren der Nützlichkeit des ausgewählten Weges. Das bezieht sich nicht nur auf die Arbeit, sondern auch auf die Lebensweise. Ich hoffe, dass der Staat das versteht und die Arbeit des Bauern hoch einschätzt. Es scheint mir, es gibt noch keine entsprechende Einschätzung des Beitrages des Bauern zu der Wirtschaft des Landes und zu der Produktionssicherheit des Staates. In einzelnen Betrieben kann man natürlich den Aufstieg der Effektivität der Produktion durch die Anwendung der neuen Technologien und der neuen Technik beobachten. Es wäre aber gut, dass sich das Dorfleben gleichzeitig auch verbessert. Hier möchte ich einen wichtigen Punkt hervorheben, von dem man heute wenig spricht. Mir gefällt nicht besonders, dass der Staat die landwirtschaftlichen Territorien als die Quellen des Gewinnes der Lebensmittel betrachtet. Deswegen werden große Agrarholdingunternehmen aufgedrängt, die mehr produzieren. Ich möchte, dass der Staat das Dorf vor allem als wirtschaftliches, ökologisches, ethnisches, sittenreines, führendes, personalbeschaffendes und geistliches Potenzial seines Landes betrachten würde.